Sey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Fußball Talks. Ja, ich weiß, ich muss noch einen Titel dafür finden. Das ist noch nicht ideal, was ich hier bisher so aufgebaut habe. Aber die erste Episode ist ganz gut bei euch angekommen. Ihr habt den Fehler bemerkt. Und zwar, dass im Viertelfinale nicht Monaco unter anderem steht, sondern dass das die Viertelfinalpaarungen des letzten Jahres waren. Warum ich das Ganze gemacht habe, ist relativ einfach zu erklären. Ich wollte gucken, wer das Video wirklich geguckt hat. Das hat ganz gut funktioniert. Natürlich wird das in Zukunft nicht mehr auftauchen. Heute werden unten links, äh, warte mal von euch, gesehen, unten rechts ähm, sinnvolle Sachen stehen, beziehungsweise Sachen, die auch wirklich zum Thema beitragen, beziehungsweise exakt das sind, was ich erzähle. Und ich habe mir zwei Themen ausgesucht, die im Titel bereits stehen. Das eine Thema werde ich nur kurz behandeln, das andere ein bisschen länger. Und natürlich geht es darum wieder. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare rein. Das ist ganz wichtig für diese Serie, denn ohne eure Meinung ist das Ganze irgendwie ein bisschen sinnlos. Und ich muss ja auch wissen, was euch bewegt, was euch interessiert. Und dementsprechend würde ich sagen Fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar mit dem äh, ersten Thema. Ganz kurz vorher noch. Äh, Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr wisst Bescheid, wie großartig das ist. Äh, was, was für eine großartige Unterstützung das ist. Wie sehr wichtig mir das ist. Und ähm, links in der Videoschau zu Instagram, Facebook und Twitter. Da auf jeden Fall vorbeischauen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Das kleinere Thema, das ganz, ganz kleine Thema für diese Episode, ist die Strafe, die das Sportgericht äh, Papier Gilo Bodgi zukommen lassen hat. Dem Infrarot von Werder Bremen für seine Kopfabgeste gegen Pablo de Blas im Spiel gegen Mainz 05. Das Ganze hat ein bisschen Wellen geschlagen bei mir persönlich, aber auch in der Welt des Fußballs. Es gab die Diskussion, sollte man das Gleiche genauso hochheben wie da den Fall von Dennis Naki, der damals ja hm, ein bisschen über die Stränge geschlagen hat mit seiner Kopfabgeste gegen die Fans oder sollte man das Ganze einfach nur, ja, sollte man das wegwischen? Für mich persönlich ging das gar nicht, für mich persönlich war es sogar vielleicht ein Foul, was er da vorgemacht hat, im Gesicht rumfummeln und so, das geht halt einfach so im Strafraum nicht, auch wenn De Blase ist, zugegebenermaßen ein Zwerg von 61 Körpergröße ist. Trotzdem geht danach diese Kopfabgehst auch überhaupt nicht, auch dieses nach dem Motto, du sollst nicht rumschauspielen, wenn man eindeutig sehen kann, dass er gefault hat, ähm, ist so eine Sache. Und ich finde, dass man sich darüber nicht beschweren braucht, dass er dafür eine Sperre bekommt. Natürlich war es nicht gemeint, er bringt ihn um. Zumindest sagt er das, ja. Kann sein, dass er es auch so gemeint hat. Wir wissen es nicht, ja. Man kann auch, ja, so ein bisschen mit einbeziehen, dass er aus Afrika kommt, dass afrikanische Heißsporne immer ein bisschen, ja, gerade im Fußball, ein bisschen extrovertierter sind, könnte man das Ganze nennen, ja. Aber das soll auch nicht verallgemeinernd sein. Und dass er Afrikaner ist. Ist schon mal gar keine Ausrede dafür, ja. Ähm, in meinen Augen geht das gar nicht. In meinen Augen muss er sich auf jeden Fall in Zukunft zurücknehmen. Wenn Bremen nochmal ein Leihgeschäft anstreben ähm, sollte, wenn sie das durchbringen sollten, dann wird er definitiv sich weiterentwickeln. Er ist jetzt schon auf einem sehr guten Weg. Aber auf die Art und Weise geht es definitiv, zumindest in meinen Augen nicht. Denn das war einfach. Das war einfach krank, ganz ehrlich, so eine Geste macht man nicht. Und dementsprechend sind die zwei Spiele Sperre nachträglich und die 15.000 Euro Geldstrafe vollkommen angebracht. Er schwächt seine Mannschaft im Abschließkampf, das ist ganz klar. Bremen mit einem deutlichen Wettbewerbsnachteil, dadurch, dass der beste Infantrater in diesem Moment Abend nehmen, Westergaard halt einfach ausfällt und noch gelbe Karte, das heißt, also fünf, gelbe Karte, das heißt, äh, da auch nochmal ein Spiel Sperre, das heißt, die nächsten drei Spiele ist raus. Gegen Dortmund Augsburg und Wolfsburg, glaube ich. Das ist ordentlich beschissen, aber naja, schreibt mir auch mal in die Kommentare. Findet ihr die Strafe angemessen oder sagt ihr, hätte man auch wegwischen können? Für mich ist die Strafe definitiv angemessen. Jetzt das größere Thema und das Thema, was momentan so ein bisschen rumgeht: Nein, es ist nicht die Verletzung von Bastian Schweinsteiger. Nein, es ist nicht Max Kruse. Dazu kann ich auch noch mal ganz kurz was sagen. Finde ich eine schwachsinnige Diskussion und ich finde, dass Löw sowieso ein schlechter Trainer ist, was die Nominierung angeht. Allein, die, ich meine ganz ehrlich, der nominiert solche Bratwürste, die nichts auf der Kette kriegen. Und einen, der vernünftige Leistungen bringt, den nominiert er und dann sagt er, nee, du gehst jetzt raus, weil du in deinem Privatleben Kram gemacht hast, der mir nicht passt. Das ist, weiß ich nicht. Natürlich geht sowas an sich nicht, aber in meinen Augen vollkommen überzogene Reaktion von Löw. Und bei Nominierung kann man den sowieso in meinen Augen nicht ernst nehmen. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen und das sieht man auch daran, finde ich, wieder ähm, um, kommen wir zu Mario Götze. Das ist das Thema, was viele beschäftigt. Borussia Dortmund steht vor einer Rückholaktion des ehemaligen Supertalents, des ehemaligen Aussängeschilds, des ehemaligen Wunderboys, oder Wunderboys hört sich ein bisschen komisch an, des ehemaligen Magic Boys und absolutem, ja, Publikumsliebling in Dortmund. Sein unrühmlicher Abgang zum FC Bayern 2013 war natürlich für viele Dortmund-Fans ein Schlag ins Gesicht. Ist damals für, ich glaube, 37 Millionen ich habe es hier gerade auf, ich kann nochmal nachgucken. Ja, 37 Millionen Euro zum FCB gewechselt und hat damit natürlich vielen so ein bisschen gezeigt: hier, das ist ein Verräter. Der hat sich nicht mit uns identifiziert, der, ja, ist nicht bei uns, er fühlt sich nicht bei uns wohl oder er will zu einem anderen Verein einfach, weil er Geldgeil ist oder was weiß ich. Im Endeffekt ist er bei Bayern hat er seinen Durchbruch nie wirklich geschafft. Wenn man seine Leistungsdaten sich anguckt, das ist nicht sonderlich bei Nur die Saison erst acht Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen, natürlich verletzungsbedingt ähm, das Ganze auch so zu, äh, so gestaltet. Aber allgemein 105 Spiele, 34 Tore, 22 Vorlagen. Das ist die Hälfte der Vorlagen, drei Tore mehr in ein paar weniger Spielen als bei Dortmund. Natürlich muss man dazu, das Spiel bei Bayern, dem landetsten Team, das es überhaupt gibt in der Bundesliga. Aber trotzdem hätte man mehr erwartet auf jeden Fall von ihm. Er ist jetzt, wie viele Spiele waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Spiele wegen seiner Verletzung ausgefallen. Das ist alles nicht so nice. Und ähm, ich kann durchaus verstehen, dass er sagt hier, mit Guardiola bin ich nicht zufrieden. Der hat mich auch nach meiner Genesung jetzt nicht mehr so berücksichtigt. Die Sache ist einfach nur, was will er machen? Zu City wird er wahrscheinlich nicht gehen, Guardiola ist da. Barcelona, hm, passt da nicht wirklich zu. Allgemein in die Premier League mit seinen körperlichen Defiziten, die er nun mal leider aufweist, auch nicht. Verletzungsrisiko zu groß. Sonst die Ligen, naja Serie A, nicht so attraktiv. Und Ligue 1, Un? hm, passt da auch nicht wirklich, außer zu PSG. Und PSG hat mit großen anderen Spielertypen im Visier. Bei Dortmund hingegen würde er gut hinpassen vom Spielerischen her. Ich meine, er hat das Ganze da gelernt, das Fußballspielen. Er hat diese Art und Weise verinnerlicht und ich denke, dass er definitiv gut dahin passt. Aber ganz ehrlich, wer will ihn da noch haben? Das ist die große Frage. Die Fans definitiv nicht. Ich denke, die Fans würden auf die Barrikaden gehen, wenn man Reus. Reus ja, wenn man Götze zurückholen würde. Für Reus nehmen wäre das klasse. Ich meine, die beiden wieder im Duett, das wäre richtig geil. Ich glaube, das würde richtig steil gehen. Aber für die Fans. Ah, Schon einen Schlag ins Gesicht, denn die haben mit Götze auf jeden Fall abgeschlossen und das kann man in gewisser Weise auch nachvollziehen. Ich persönlich habe immer gesagt, ich liebe Götze, einfach weil er dieses Tor bei der Scheiß-WM geschossen hat, dass uns die den Titel gebracht hat. Ich mag auch seine Spielweise, ich mag, wie der junge Fußball spielt, der ist so genial. Er wird halt unterschätzt und von ihm wird viel zu viel erwartet. Und das ist das Problem, er spielt bei Bayern. Seine Ablösung muss er rechtfertigen, sein Halben muss er rechtfertigen. Und gerade weil er so oft verletzt war weil er halt so diese Judas-Aktion, Judas-Aktion gebracht hat, wird er von vielen noch neutralen Zuschauern von den und natürlich ein bisschen, naja, gefoppt und nur die Bayern-Fans unterstützen ihn so wirklich. Sobald er bei Deutschland wieder klasse spielt, sind sowieso alle wieder yeah, I aber das so ist es immer. Ganz ehrlich, so ist der Fußball. Ähm, aber bei Bayern, solange er nicht komplett aus seiner Haut spielt... Ich habe übrigens so viele englische Begriffe im Kopf, ähm, das ist immer ein bisschen schwer, das auf Deutsch zu formulieren. Aber so lange wird das nichts. Und dementsprechend wäre ein Wechsel vielleicht ganz angebracht zu einem Team, wo er wieder aufblühen kann. Und ich denke, Dortmund wäre da keine schlechte Anlaufstation. Gucken wir uns Dortmunds Kader mal an. Wen haben die? Im Mittelfeld haben sie Weigel. Sie haben Gündogan, sie haben Castro und Schahin. Shahin ist seit Ewigkeiten verletzt und er wird nie wieder auf dieses Level kommen, was er mal hatte, bevor er zu Real Madrid gegangen ist. Wie sieht es eigentlich mit Gündogan aus? Der hat seinen Vertrag noch nicht verlängert. Vielleicht geht der im Sommer. Das ist noch die große Frage. So, ein ähm, Moritz Leitner haben sie natürlich auch noch im Zentralmittelfeld. Aber der ist auch eher defensiv. Alle diese sind eher defensiv beimantelt. Also würden Reus nicht wirklich äh, Götze nicht wirklich beeinflussen. Wie komme ich ganz auf Reus? Ich weiß es nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass Götze theoretisch auf den Außenbahnen spielen kann. Oder im Sturm, falsch 9. Das geht ja alles. Die Sache ist, da ist er vielleicht nicht ganz so gut. Aber ich denke trotzdem, es würde funktionieren. Offensiv Mittelfeld hat Dortmund so gesehen nur einen einzigen Spieler. Und das ist Free Shinji Shinji Kagawa. Natürlich ist der gut, gar keine Frage, aber in meinen Augen kann Kagawa dort trotzdem nicht mal ansatzweise mit Götze mithalten. Sie haben noch den jungen Christian Pulisic, der ist natürlich ein Riesentalent, gar keine Frage, aber ein Götze würde über dem stehen. Dann haben sie natürlich noch Mikitarian, der theoretisch die Position bekleiden kann, aber der spielt rechts außen. Dann haben sie Marco Reus auf links außen und vorne drin Aubameyang. Ich weiß gerade nicht, welche Spieler sie ausgeliehen haben. Das ist so ein bisschen, naja, so ein bisschen kritisch. Hoffmann, holt Klapper sich den? Ich glaube, Klapper hat den sogar schon geholt. Ich bin mir gar nicht sicher. Merino kommt, das ist ein zentral Mittelfeldspieler. Okay, sie haben ähm, Jonas Hoffmann abgegeben. Ähm, Merino kommt, das ist ein zentral Mittelfeldspieler, ein weiterer. Blaschikowski kommt von seiner Leihe zurück. Ich glaube, er wird weiter verkauft. Ich Florenz wird den kaufen. Und Bandowski ist auch rausgeliehen. Das ist auch ein Außenverteidiger. Das heißt, im zentraloffensiven Mittelfeld haben sie außer Gündogan, theoretisch Mikitarian und Kagawa gar nicht mal so viele Alternativen. Götze würde dementsprechend da reinpassen. Wenn man sich Transfers mal angucken, die Ablösesumme, die ungefähr auf den Plan gerufen werden würde, wäre das definitiv auch möglich. Ich glaube, Bayern würde unter Umständen Götze keine Steine in den Weg legen, wenn er wirklich äußern sollte, dass er einen Wechsel forcieren möchte. Ich denke mal, Bayern weiß, was Götze äh, für eine Zeit durchlebt hat und dass sie einfach auch einen starken Kader haben, in dem man sich vielleicht nicht zurechtfindet. Für eine vernünftige Summe würden sie ihn, denke ich, gehen lassen. Natürlich gibt es diese Rivalität zwischen den beiden Feinden, aber ich glaube trotzdem, dass man das theoretisch steig sehen könnte. Sie haben momentan einen Transferplus von 22 Millionen. Allgemein haben sie jetzt noch nicht so viel investiert. Dazu kommt einer aus der Champions League. Euro liegt, Entschuldigung, wo sie relativ weit kommen werden, bin ich mir sicher. TV-Einnahmen aus der Bundesliga und eventuell im Sommer halt Ablösesummen für beispielsweise Spieler wie Subotic oder wie beispielsweise einen, ich weiß es nicht. Wer könnte noch gehen? Ramos vielleicht, ja. Ich meine, gut, für Gündogan kriegen sie keine Ablösesumme. Vielleicht Charichen, der nochmal wechselt, ein Leitner, Leihgebühr. Wer weiß. Kommt auf jeden Fall ein bisschen was dazu. Götze momentan Marktwert von 40 Millionen. Ich denke, Bayern würde ihn vielleicht für die gleiche Summe, die sie damals kolportiert haben, für 37 Millionen um den Dreh gehen lassen. Das wäre in meinen Augen ein ange angemessener Preis für Götze, weil er von den Qualitäten er definitiv überzeugen könnte und weil er von den Qualitäten er definitiv das Zeug hat, bei Dortmund wieder richtig aufzublühen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er da hingeht. Aber was mit euch? Denkt ihr, für Götze wäre es der richtige Schritt, nach Dortmund zurückzugehen? Denkt ihr, sie wollen ihn überhaupt wirklich zurückhaben und denkt, dass dieser Transfer realistisch ist? In meinen Augen wäre es für Götze ein guter Schritt. In meinen Augen wäre es für Dortmund ein guter ähm, gute Transfer. In meinen Augen ist es aber nicht so realistisch, einfach aufgrund der Vorgeschichte. Die Fans werden nicht ganz sonderlich damit zufrieden sein. Götze selber, wer weiß, ob der nach Dortmund zurück möchte. Und ähm, wir wissen auch nicht, was äh, Tuchel plant und ob Götze in das System reinpasst. Das ist halt so die Frage, oder ob die Verletzungsanfälligkeit so ein bisschen ja, die Sorge beherbergt bzw. hervorruft. Dass man eventuell eine wandelnde Leiche quasi kauft und dass man im Endeffekt einen Spieler hat, der die ganze Zeit nur verletzt ist. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt sie mir in die Kommentare. In meinen Augen ein sehr spannendes Thema. Ich bin gespannt, ob Götze wechseln wird. Aber ich könnte es mir schon vorstellen. Dazu können wir auch eure Meinung zu Kruse und Gilo Boggi in die Kommentare schreiben. Dazu, dass unser ja, ehemaliger Kapitän oder immer noch Kapitano Bastian Schweinsteiger schon wieder verletzt ist, sollte der vielleicht einfach aufhören, seine Karriere beenden. Oder meinte, der kommt irgendwann mal zurück und wird nicht mehr ewig verletzt sein. Ich bin gespannt, wenn ich überhaupt warum ich da hingucke. Relativ einfach, da steht der Laptop, hier ist der Bildschirm, da ist die Cam. Ist hm. also, aber trotzdem, denke ich mal, in Ordnung. Ihr habt übrigens in die Kommentare was sehr Nettes geschrieben, teilweise. Und zwar dass ich glaube, gar keine neue Cam brauche, kaufen brauche. Ich werde trotzdem mal gucken in den nächsten Monaten, ob sich irgendwann das ergeben würde. Ich bin auch mit der Qualität dieser Cam im Endeffekt ein bisschen relativ zufrieden. Es flackert ein bisschen so im Hintergrund. Mit Greenscreen wäre das aber trotzdem in Ordnung. Und es wäre, denke ich mal, ganz okay. Schreibt mir auch das nochmal in die Kommentare. Wäre es für euch okay, wenn ich mit der Kamera erstmal weitermachen würde? Oder sagt ihr, so kann man sich das ja angucken, das Augenkrebsformat. Würde mich interessieren. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.